Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video, was es gibt. Heute natürlich wieder online Soccer Manager, weil ich heute ab heute bis Mittwoch nicht da bin. Gibt es das letzte Video? Ich habe auch nichts vorproduziert. Also nach Mittwoch gibt es dann wieder online Soccer Manager. Aber jetzt gehen wir erstmal ins erste Spiel, natürlich wieder. Schauen wir erstmal nach Aue, wie es da gestern ausging und dann nach Leipzig, ob wir es da geschafft haben. Wir nehmen das heute auch ziemlich früh auf, deswegen klingt auch meine Stimme noch nicht so gut. Wir spielen gegen Bochum. In Bochum hoffen wir mal, dass wir gewinnen. Ja, okay, der erste Versuch, nochmal, ja. Jetzt haben wir einen Spieler weniger, das ist schade. Schade, da haben wir eine rote Karte bekommen. Das ist nicht so schön. Jetzt hoffen wir mal, dass das bloß nicht war oder so und dass das nicht lange andauert. Und das müssten wir jetzt eigentlich gewinnen, das Spiel. Und schade. Oh. Jetzt kommt. Oh. Schon wieder eins oder was? Alter, was ist das? Und Abpfiff. Unsere nächste. Schade, haben wir nicht gewonnen, aber ich hoffe, wir sind jetzt nicht ganz unten. Wir sind Elfter. Da haben wir einen Torwarttrainer fertig. Den wir jetzt auf 64 haben. Ich mag ihn noch auf 65 bringen. Also am Mittwoch, wenn ihr dann wieder da seid, seht ihr dann Martin Männel mit 65, vielleicht sogar 66. Muss ich mir mal überlegen. So, also gleichzeitig einer meiner Abwehrspieler. Nice. Ja, jetzt brauche ich Ersatz. Ach, Heise. Ja, ich weiß. Dann kaufen wir hier schnell einen Ersatz. Oh, noch ein 73er. Alter, Digga.
Traffic. Nun tun wir da erstmal noch Härtner rein. So. Und wir spielen dann in der ersten Runde des Pokals. Haben wir schon gegen Sandhausen gespielt? Ich dachte am ersten Spieltag. Nein, Sandhausen. Okay, also. Die haben bis jetzt verloren. Das heißt, Sandhausen ist wahrscheinlich ganz weit unten. 18. Platz oder so. 18. Platz, ja. Das heißt, ein Sieg müsste morgen wichtig sein. Oder geht rein. 18 Teams kämpfen um einen Platz in der nächsten Pokalrunde. Ja. Aha. Fernandes von Darmstadt, okay. Ja, von Bochum ist natürlich der Lucilla dabei. Ist ja nicht so, als wäre das scheiße. Ganz zusammen. Also mit den Gelbkarten muss ich ja mal aufpassen. Da habe ich jetzt Tüffert, Köpke und Adler. Die müssen mal aufpassen, hey, was die machen. Mal gucken, mal ein Team von was ohne Dings geht. Jetzt gehen wir zu RB Leipzig. Mal schauen, ob es da eine rote Karte gab. Ich hoffe nicht. Oh, wir spielen gegen Dortmund gerade. Das habe ich gestern gar nicht mehr mitbekommen. Aber das wäre jetzt ein Punktspiel. Oh. Na, schade. Oh. Schon wieder nicht. Was ist denn das? Oh, Leipzig. Oh, Mario Götze macht gelb. Zeugen Abstand beim Freistoß. So, mit der einen Chance. Schade. Das haben wir jetzt viel gemacht, aber wow. Im Volley nehmen ist das hauptsächlich gut. Und dann liegt es am Torwart. Alter, wie wir da schon drauf gehen. Upa, Mikado. Ja, und der geht jetzt neu, oder? Aguero. Ja, wieso rot? Der steht doch gelb. Das wären schon mal 3 Punkte, wenn wir die mitnehmen könnten. Was ist die Aguero? Ja, Alter, jetzt passt jetzt 2-0.
Jetzt kommen wenigstens so unentschieden. Jetzt kommen wenigstens so unentschieden. Was ist das? Also wir nehmen keine 3 Punkte mit, das ist sehr schade. Sind jetzt auf dem 6. Platz, na das ist ja wenigstens noch okay. Den Gladbach muss ich mal schauen, wie ich es umformiere. Und oh, ich habe jetzt 9,7. Ja, dann 9,7.
Höre aus Dortmund, ey. Aber wieso geht das bloß so aus? Es gibt's ja nicht. Woher haben die schon Aguero und Hurenfrauen, Alter? Ja, dann wollen sie sich mit den 60 Millionen dann noch was kaufen, oder? Also Leute, Dortmund hat Aguero und Hurenfrauen. Wenn er jetzt Schürrle und Dings noch verkauft, dann hat er noch mehr gute Spieler. Da mal Aguero. Man sieht auch Jarmolenko und Schürrle sind gerade. Werden gerade verkauft. Also Dortmund hat echt einen kleinen Kader. Dafür halt aber Top-Spieler, muss ich sagen. Und das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, bis auf den Torwart. 79, ey. Vom Sturm 99 und da. Abwehr 079. So Leute, ich denke, das war's jetzt auch mit dem Video. Würde mich gerne ganz, ganz freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abonniert auch gerne kostenlos. Und zum LS, da wird jetzt Winterpause kommen, deswegen kommt jetzt nur noch OS, also der Online-Server-Manager. Weil ich jetzt im Winter von mir denke, im Winter fährt ja AK-Traktor mehr rum und macht ja Wiesen. Deshalb gibt es im Landwirtschaftssimulator 18 und 16 eine Winterpause. Es wird dann auch nächstes Jahr so sein. Bis dann, da es 18 wieder losgeht, wünsche ich euch jetzt mal noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert und dann sage ich ciao, tschüss oder auf Wiedersehen, Leute.